In dieser Trainingseinheit Farben, Reaktion, hohe Konzentration habe ich als Schwerpunkt auch schon eine Torschussübung mit eingebaut. Das ist auch kein Problem. Man darf auch ruhig in einer Trainingseinheit in den Baustein mal eine weitere Torschussübung mit einbauen. Hier ist ein Viereck von 4 auf 4 Metern. Hinter diesem Viereck stellst du dich als Trainer mit allen Bällen und allen Spielern. Und dieses Viereck ist ca. 15 bis 20 Meter vom Tor entfernt. Auch hier je nach Altersklasse. Du hast einen Torwart im Tor oder auch deinen zweiten. Finde einen Rhythmus, wann die Torhüter wechseln müssen. Denn das ist nicht mehr deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist, die Mannschaft zu coachen. Zum Beispiel alle 4 Schuss wechselt der Torwart, sodass die Torhüter auch ihre Konzentration hoch haben und genau wissen, wann sie zu wechseln haben. Das musst du nicht immer sagen, einmal anweisen, dann funktioniert das. Hier stellt sich jetzt ein Spieler in das jeweilige bunte Viereck. Jede Ecke hat eine andere Farbe, rot, gelb, blau, weiß. Deswegen haben Hütchen Farben. Dann nennst du einige Farben. Fang auch hier langsam an. Das darf ruhig bei der jüngeren Altersklasse erst eine Farbe sein. Die Spieler müssen einmal das Hütchen der Farbe berühren, dann kommt der Pass und anschließend erlaufen sie den Ball und schießen aufs Tor. Steiger das mit 2 Farben, beide Farben müssen angelaufen werden und anschließend kommt der Torschuss. Der Torschuss darf von dir flach gespielt werden, er darf auch mal hoch reingeworfen werden. Unterscheide da ein wenig, das ist kein Problem. Dann kannst du auch dieses mit 3 Farben machen, vielleicht auch mit 4 Farben. Dann kannst du aufgrund der Vorübung des Einstimmens auch die Farben wieder mit Automarken bezeichnen, mit Bundesliga-Vereinen bezeichnen oder mit Tieren bezeichnen. All das ist jetzt wieder deine Kreativität. Forder sie ein mit anschließendem Torschuss. Vielleicht nochmal, wer dann das Tor nicht trifft, weil er vielleicht sehr konzentriert war, aber am Ende das Tor nicht macht, vielleicht einen Liegestütz oder eine Kniebeuge einfordern, sodass immer wieder Druck entsteht. Das können wir den Kindern nicht nehmen. Auch das können und müssen sie lernen. 1, 2, 3. Wir sind dein Team. 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 Zusammen reicht man mehr.